Und wieder haben wir eine Woche der Quarantäne hinter uns gebracht und ganz ehrlich, ich weiß nicht wieso, aber obwohl ich momentan die ganze Zeit zu Hause verbringe, habe ich trotzdem einfach mega Stress. Einigen von euch wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es die letzten Tage keine Quarantäne-Talks mehr gegeben hat. Das lag einfach daran, dass ich tatsächlich keine Zeit mehr gehabt habe. Aber ganz ehrlich, es wird definitiv weitergehen. Schon morgen hoffe ich, dass ich für euch den nächsten Talk bereit habe. Und für die kommende Woche habe ich auch schon den ein oder anderen Termin für einige wirklich coole Talks. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall einmal ganz recht herzlich bei allen bedanken, die bis jetzt zu Gast waren im Quarantäne-Talk, beziehungsweise die das in den nächsten Tagen sein werden. Natürlich, erstens, ohne eure Teilnahme gäbe es keinen Quarantäne-Talk. Und zweitens, an allen bis jetzt aufgezeichneten Talks hatte ich persönlich wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und ich liebe irgendwie dieses konzeptlose Konzept, mich mit Leuten hinzusetzen und einfach zu, well, plaudern. Und deswegen möchte ich an der Stelle meine Einladung ein bisschen ausweiten für alle, die jetzt dieses Sammlungsupdate sehen und entweder ebenfalls einen YouTube-Kanal, einen Blog oder sonst irgendetwas haben, betreiben, mitbesteuern mit Material, die gerne bei einem Quarantäne-Talk dabei wären, würde ich höflichst ersuchen, mir eine E-Mail an playzocker@gmail.com zu schreiben, damit wir uns einen Termin ausmachen können und über diverse Dinge talken. Selbstverständlich könnt ihr euch auch gerne ein Thema aussuchen und mitbringen in den Talk. Ansonsten läuft das Ganze einfach freischnauze und wir plaudern über das, was uns einfach so mal einfällt. Mich freut es auf jeden Fall, dass diese Talks so wahnsinnig gut ankommen und ich freue mich eben vor allem auch darüber, dass die in den letzten Wochen eigentlich immer so schön abwechslungsreich waren. Deswegen würde ich dieses Konzept auch wahnsinnig gerne dann über die Quarantäne hinaus fortsetzen, aber dann halt logischerweise unter anderem Titel und an dem bastel ich noch. Falls irgendwer Vorschläge hat, wie man einen solchen Talk benennen kann, gerne auch mit irgendwelchen grottenschlechten Wortspielen, bitte schmeißt mir das einfach einmal in die Kommentare. Außerdem möchte ich mich an der Stelle noch einmal ganz herzlich bei André L. bedanken, der mich und meinen Kanal auf Patreon unterstützt, damit auch dafür sorgt, dass ich mir ab und zu neue Festplatten, Speichermedien, Internetvolumina oder was auch immer da die Mehrzahl ist, zulegen kann, was für mich natürlich absolut wichtig ist. Für den Fall, dass du den Kanal ebenfalls unterstützen möchtest, in der Beschreibung von diesem Video findest du den Link zu meiner Patreon-Seite. Außerdem wird es im Laufe der nächsten Woche dann Andres zweites Wunsch-Review geben, nämlich zu einer wahrscheinlich recht unbekannten deutschen Serie, aber wo wir womöglich gemeinsam dazu beitragen können, dass die ein klein wenig bekannter wird. Und apropos bekannt, ich glaube, wenn ihr jetzt mal einen Blick auf dieses aufgebaute Sammlungsupdate vor uns schaut, werdet ihr die ein oder andere Sache erkennen, die sehr wohl bekannt ist, die euch natürlich auch ein Begriff ist, aber vielleicht auch ein bisschen was Neues entdecken. Ich schiele an der Stelle vor allem auf die linke Seite. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da dann noch gemeinsam durchblättern können, weil das ist tatsächlich eine der coolsten Sachen, meiner Meinung nach, die ich in der letzten Zeit bekommen habe. Aber ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Thema Film und gönnen uns gemütlich die zwei neuen Titel, die ich von Arrow Video bekommen habe. Wer mich kennt, weiß, ich sammle Arrow Video komplett und das, ich glaube, seit dem Jahr 2004 oder 2005, wo Arrow Video tatsächlich begonnen hat. Ja, es ist eine verdammt lange Zeit. Oder was, 15? Irgendwie habe ich es nicht so mit Daten. Anyways, Arrow Video begonnen als kleines Kultlabel. Mittlerweile bringen sie auch schon immer wieder größere und vor allem das ein oder andere Mal auch aktuellere Titel. Und einer davon, den ich jetzt eben bekomme, habe. Ich glaube, der nächste nach We Are the Flash und Daniel Isn't Real ist dann Why Don't You Just Die? Der russische, wirklich saucoole Streifen, mehr oder weniger eine Art grindhausige Splatter-Comedy, wenn man das so bezeichnen kann. Auf jeden Fall ein herrlich absurder Streifen mit wunderbar schrulligen Charakteren und einer absolut großartigen Story-Entwicklung. Wer mehr über diesen Film erfahren möchte, ich habe hier auf meinem Kanal ja vom deutschen Pierrot Le Fou Mediabook bereits ein ausführliches Review im Blu-ray-Check gemacht, wo man eben
einige Details über den Film und natürlich auch über die deutsche Auswertung als Mediabook im Rahmen der Pirolefu Uncut-Reihe bekommt. In England hat der Film zwar eigentlich relativ gut, weil er von dem renommierten Label Arrow Video veröffentlicht wird, dafür sollte man vielleicht anmerken, dass es hier keine eigene Synchro gibt, sondern der Film nur im russischen Original mit englischen Untertiteln vorliegt und dass das Cover-Artwork mehr oder weniger dem internationalen Plakat entspricht, das wir im Mediabook nur auf dem Booklet gesehen haben, beziehungsweise was, glaube ich, bei uns dann auch das Cover-Artwork für die M-Ray-Veröffentlichungen war. Aber wir bekamen von Pirolefu ein anderes Artwork, nämlich ein gezeichnetes und ein solches gezeichnetes, das meiner Meinung nach ebenfalls absolut großartig ist, wenngleich nicht das, was wir eben im deutschsprachigen Raum bekommen haben, dann kann man sich des Wendecovers von Arrow Video bedienen, wobei ich persönlich an der Stelle mich wirklich, wirklich sehr dran störe, dass im Fall von dem Wendecover man auch auf dem Spine mit dem russischen Originaltitel des Films Vorlieb nehmen muss, was meiner Meinung nach einfach in einer Sammlung von einer britischen Blu-ray-Reihe nicht gut aussieht. Außerdem bekommen wir natürlich das klassische Motiv auf der Disc, beziehungsweise dann eben selbiges auch auf dem Booklet. Man merkt halt, bei Arrow Video gibt es im Fall von Why Don't You Just Die keine Limited Edition, sondern einfach nur eine ganz einfache Standard Edition, aber bei Arrow Video gehört es halt eben einfach zum Standard, quasi zum guten Ton, eben jeden Release mit einem Booklet auszustatten. Da gibt es ein bisschen Text, meiner Meinung nach einige wirklich saucoole Screenshots aus diesem saucoolen Film, wo wir uns durchblättern können und dann am Ende noch einmal eben das alternative Plakatmotiv, sodass wir quasi hier auf dem Booklet beide Cover haben, wobei das gezeichnete großartige Cover, das finde ich so viel besser als alle anderen, sogar ohne den Originaltitel. Aber das ist jetzt nicht der einzige Arrow-Video-Titel, den ich in der letzten Woche bekommen habe. Ein weiterer Titel aus dem April ist The Wind. Klingt irgendwie mäßig spannend. Ich weiß nicht, ob das ein Underground-Sequel von Twister ist, aber offensichtlich war auch Nikos Mastorakis irgendwann einmal vom Winde verweht. Ja. Aber The Wind ist eigentlich ein Action-Thriller aus dem Jahr 1986, wo übrigens unter anderem auch, und das muss ich nochmal nachschauen, ob das jetzt wirklich stimmt, David McCallum, glaube ich, mitspielt, der großartige Pathologe aus Navy CIS, aber es ist natürlich auch Wings Hauser dabei, der schon einige andere Titel von Mastorakis begleitet hat, und da muss man wieder sagen, im Graham Humphreys-Style oder direkt von Graham Humphreys ist meistens nicht so leicht zu erkennen, außer es steht drauf, Graham Humphreys. Ich klopfe mir einfach einmal hinter der Kamera auf die Schulter. Aber wir bekommen da, finde ich, ein wirklich schön gezeichnetes Humphreys-Motiv mit einigen coolen Charakterporträts, die hier drauf sind auf dem Frontcover, was meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Außerdem bekommen wir dann natürlich auf dem Backcover neben der Inhaltsangabe und sonstigen Informationen rund um den Release natürlich auch die Details zum Bonusmaterial. Und da muss man sagen, eben Arrow Video, obwohl es sich nicht um eine Limited Edition oder irgendeine Special blablabla handelt, bietet immer noch eine Menge an Bonusmaterial, unter anderem eben eine neue Restauration des Films, die eben direkt von Arrow Videos mit Übereinstimmung von Nikos Mastorakis angefertigt wurde. Wir bekommen außerdem noch ein absolut großartiges Wendecover-Motiv, das eben ebenfalls ein gezeichnetes Motiv darstellt, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das Cover-Artwork war, das wir damals auf der alten deutschen DVD gesehen haben, die allerdings, wenn man der UFDB glauben kann, was man in dem Fall glaube ich wirklich kann, eine ziemlich grottenschlechte Bildqualität haben soll, weil man sich offensichtlich eines Video macht. Das bedient hat. Aber das kann ich nicht weder bestätigen noch widerlegen, weil eben die alte deutsche DVD des Films sich nicht in meiner Sammlung befindet. Dafür aber sehr wohl jetzt eben die neue Disc von Arrow Video, die
ebenfalls natürlich noch mit einem Booklet ausgestattet ist, wo man eben wieder eine, finde ich, recht schöne Mischung aus Bildausschnitten aus dem Film beziehungsweise neuen Texten, Essays und sonstigen Informationen bekommt, sodass, obwohl es sich hier eigentlich genauso wie bei Why Don't You Just Die um einen Standard-Release von Arrow Video handelt, man meiner Meinung nach durchaus mit beiden Releases zumindest jetzt einmal optisch zufrieden sein kann. Man sagt immer so schön, es kommt nicht auf das Äußere an, sondern auf die inneren Werte. Das ist zwar grundsätzlich wahr, grundsätzlich aber auch absoluter Blödsinn, vor allem wenn es um limitierte Sammlereditionen geht, weil ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber da lege ich schon sehr viel Wert auf schöne Cover-Artworks. Und ich glaube, mittlerweile kann jeder bei dem folgenden Segment schon mitsprechen. Ich bräuchte das Ganze ja eigentlich nicht einmal mehr akustisch begleiten, sondern könnte das Video entweder stumm lassen, aber den Gefallen tue ich meinen Hatern nicht, oder einfach eine Schallplatte auflegen mit meinen bisherigen Unboxings. Aber ja, wir wissen, dass die von Studio Canal in England veröffentlichte Studio Ghibli Steelbook-Reihe einfach nur potthässlich ist. Aber trotzdem, für den Fall, dass ich wieder einige Fragen, ja, wann du das schier findest, warum kaufst du es dann? Berechtigte Frage, möchte ich jetzt auch gar nicht abstreiten, aber es liegt einfach eben daran, dass es einzelne Reihen und Titel gibt, mit denen ich damals angefangen habe, als ich noch alles von Zavi gekauft habe und wo ich mir dann einfach später gedacht habe, na gut, also wenn du damit angefangen hast, dann solltest du das eigentlich jetzt auch fertig machen, bis du dann irgendwann einmal die ganzen Studio Ghibli Titel in der eigenen Sammlung hast, weil so viel sind's ja eh nicht. Trotzdem schafft es allerdings Studio Canal in England immer wieder neue Titel auf den Markt zu werfen, und dieses Mal ist eben einerseits When Marnie Was There erschienen, beziehungsweise My Neighbors the Yamadas, dem wir uns natürlich auch noch näher widmen wollen. Aber wir finden eben auf dem Frontcover Artwork im gewohnten Look einfach den schön schimmernden silbernen Hintergrund und einfach so ein kleines Bullaugen-Design, das mich jetzt nicht wahnsinnig viere haut. Außerdem, in meinem Fall übrigens interessanterweise ein Steelbook, das in der Produktion ein bisschen beschädigt wurde. Wir haben hier einerseits einen Kratzer auf dem Spine, andererseits lustigerweise genau auf der entgegenliegenden Seite hier eine kleine Delle, die aber offensichtlich irgendwie vom Produktionsprozess kommt, weil die anderen Sachen, die ich da bekommen habe im selben Paket von Amazon UK, waren alle unbeschädigt. Außerdem bekommen wir natürlich wie üblich auf diesem Backcover-Aufleger, dieser J-Card, die Inhaltsangabe zum Film, die weiteren technischen Details. Wahrscheinlich interessant für alle, die sich den Film vielleicht bei uns anschauen wollen, die Tatsache, dass es keine deutsche Synchro gibt auf diesem Release. Aber wir können jetzt einmal einen Blick auf das Steelbook an sich werfen, sehen eben hier das Bekannte, sehen den bekannten einfärbigen Spine, wo eigentlich, was ich ziemlich cool finde, eben dieser Metallic Look beim Schriftzug da ist. Dann natürlich noch ein Bild auf dem Backcover, das jetzt ebenfalls im bekannten Stil gehalten ist, aber nicht sonderlich beeindruckend. Und auch drinnen geht's im bekannten Stil weiter, wobei ich das jetzt eigentlich optisch ziemlich cool finde. Die Disc ist meiner Meinung nach ziemlich geil gestaltet mit einem Design, das ich, finde ich, auch ganz gut als Frontcover-Artwork gemacht hätte. Und das Innenartwork ist, finde ich, ein schönes durchgehendes Motiv, das schön in bunten Farben gehalten ist, aber ohne jegliche weiße Grundierung, was eben bedeutet, dass der silberne metallische Schimmer immer durchkommt. Sprich, halte ich das Steelbook jetzt einmal kurz weg von der Kamera, dann ist es ein bisschen dunkel, halte ich es ins Licht, dann sehen wir, dass es hier sehr, sehr schön mit eben diesem metallischen Steelbook-Effekt schimmert, was meiner Meinung nach trotzdem auch für das Innendesign von dem Steelbook ein richtig cooler Effekt ist, sodass ich eigentlich fast sagen kann, mit dem Design der Disc und dem Design des Innenartworks ist das für mich persönlich fast noch eines der schönsten Studio Canal, Studio Ghibli Steelbooks, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Nachbarn, niemand kann sie leiden. Vor allem
Meine Nachbarn hassen meistens ihre Nachbarn, weil sie es womöglich einfach nicht aushalten können, dass irgendwer im Nebenzimmer schreit, als hätte man ihm ein Klavier auf die Zehen gestellt. Aber jeder muss doch irgendwann einmal durch. Aber vielleicht geht's ja den Yamadas in diesem Fall etwas anders. Yamada. Da würden wir so, mir so viele Jokes einfallen, die dann offensichtlich bei einem Re-Release von unserem Movie Warriors Battle ebenfalls nicht besonders gut ankommen. Aber wir bekommen in diesem Fall wieder ein neues Steelbook aus der Studio Ghibli-Reihe von Studio Kanal aus England, sprich Steuerung C, Steuerung V, für 99% meiner Kommentare über dieses Steelbook. Ergänzen möchte ich aber in diesem Fall eben noch, dass es sich da offensichtlich wieder um einen von den Ghibli gezeichneten Filmen in diesem Stil handelt, den ich persönlich einfach nur potthässlich finde. Also wenn man das zum Beispiel eben von der Zeichnung her vergleicht mit dem, dann weiß ich definitiv, was eher meinem Geschmack entspricht. Aber Ghibli dürfte auch, was eben den Zeichenstil betrifft, ein sehr schön abwechslungsreiches Unternehmen sein. Ich muss ja wirklich gestehen, dass ich zwar bis jetzt alle von den in England von Studio Kanal veröffentlichten Steelbooks in meiner Sammlung habe, aber tatsächlich noch keinen von den Releases wirklich gesehen habe. Und ich glaube, außer Prinzessin Mononoke und Grave of the Fireflies auch tatsächlich noch keinen einzigen Studio Ghibli-Film jemals gesehen habe. Auf dem Backcover bekommen wir dann übrigens, wie gewohnt, natürlich ein weiteres Bild aus dem Film. Wir bekommen die Inhaltsangabe des Films, die Details zum Bonusmaterial und dann natürlich auch die technischen Details. Vielleicht für einige an der Stelle ebenfalls interessant, dass natürlich auch bei diesem Release kein deutscher Ton enthalten ist. Wir können diese J-Card ganz einfach abnehmen, weil angeklebt ist sie nicht. Sehen eben wieder auf dem Frontcover diesen metallischen Schimmereffekt, der im Hintergrund sehr schön vorherrscht, was mir persönlich sehr gut gefällt, aber dass eben dieses Bull-Augen-Design einfach überhaupt nicht meins ist. Auf dem Backcover aber gibt's dann ein, finde ich, irgendwie fast ganz cooles Bild in dem Fall. Jetzt aber mit der Ausnahme, dass es keinen wirklich gescheiten Hintergrund gibt und ich das Bild einfach irgendwie völlig verloren und deplatziert finde auf einem Backcover, das zu 90% einfach weiß/silber ist. Dafür muss ich dazu sagen, mich erinnert dieser Zeichenstil ein bisschen an irgendeine alte Cartoon-Serie, wo ich weiß, dass ich sogar als Kind panisch weggeschalten habe, wenn die im Fernsehen kam. Ich glaube, Shin-Chan oder irgendwie so hieß dieser Müll, den ich optisch einfach keine 10 Sekunden ertragen habe. Aber gut, das sagen einige vielleicht auch von euch bei allen Videos, die ich mit der Facecam mache. Dafür finde ich aber, dass dieses Innendesign von dem Steelbook mich eigentlich wieder mal ziemlich anspricht. Für mich ist alleine schon eben dasselbe Bild, das hier auf dem Backcover drauf ist, auf der Disc mit Hintergrund, schon einmal deutlich cooler als ohne Hintergrund. Und dann, obwohl mir persönlich dieser Zeichenstil nicht so zusagt, finde ich eigentlich das Innenartwork ziemlich cool gemacht. Da bekommen wir nämlich auch bei diesem Steelbook wieder ein Innendesign, das nicht irgendwie grundiert ist, sondern wo eben durchgehend dieser metallische Steelbook-Effekt vorherrscht, weswegen man das Ganze sehr schön von der Farbintensität her beeinflussen kann, je nachdem, ob man es zum Licht oder vom Licht weghält. Aber dass eben dieser metallische Schimmer wirklich cool rüberkommt, und ich muss ja persönlich auch sagen, dass dieser Metallic-Effekt eben tatsächlich etwas ist, diejenigen, die meinen Kanal verfolgen werden, das mitbekommen haben, dass ich den wahrscheinlich so bei ziemlich jedem einzelnen Steelbook-Review irgendwann einmal anmerke, weil das nämlich eben tatsächlich auch der Hauptgrund ist, warum ich persönlich Steelbooks sammle und Steelbooks mag, weil das ist das, was die Optik eines Steelbooks für mich ausmacht, und deswegen bin ich persönlich eben auch nicht der große Fan von diesen Full-Gloss grundierten Steelbooks, die eben einfach von der Tatsache, dass das Design auf einem Steelbook drauf ist, gar nicht mehr profitieren. Und das ist, wenn man es so nehmen will, wahrscheinlich das einzig Positive, was ich über diese Studio Ghibli-Reihe sagen kann. Wer mich kennt, verfolgt oder im Internet wirklich auf gruselige Art und Weise stalkt, weiß, Zocki ist nicht nur YouTuber, ist nicht nur jemand, der gerne Steelbooks und Mediabooks anschreit, sondern Zocki ist passend zu seinem Namen auch wirklich ein Zocker. Deswegen finde ich es irgendwie relativ cool und interessant, dass eine Spieleverfilmung auch tatsächlich unter dem Sequel-Titel The Next Level erscheint. Mehr oder weniger, okay, Puzzle Alliance ist fertig, dann spielen wir jetzt halt einfach Level 2. Und ich muss zugeben,
zugeben, ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass ich irgendwann einmal vor Ewigkeiten den Jumanji mit Robin Williams gesehen habe und habe mir aber auch vor ein paar Monaten zufällig erst den, nennen wir ihn mal Remake Jumanji mit Kevin Hart, Jack Black und Dwayne The Rock Johnson angeschaut, den ich ehrlich gesagt ganz okay fand. Es war jetzt kein Film, der mich irgendwie begeistert hat, es war aber auch kein Film, der mich irgendwie geärgert hat. Deswegen habe ich jetzt noch einmal meine Vorbestellung aufrechterhalten für das 4K-Steelbook von The Next Level. Eine andere Tatsache wäre natürlich gewesen, dass ich vergessen habe, das Steelbook zu stornieren, weil bei mir ist es momentan eigentlich eher so, dass ich bei den teuren 4K-Releases von den Major-Labels eigentlich meistens sofort einmal vorbestelle und dann wieder storniere, wenn das Teil zum Release nicht ausverkauft ist, weil ich dann vielleicht damit rechne, dass es irgendwann einmal in einer Aktion billiger wird, aber macht ja nichts. Jetzt können wir uns dafür brandneu und quasi frisch aus dem Lager von Amazon, die ja offensichtlich doch eh auch noch was mit Filmen machen, das deutsche 4K UHD Steelbook von Jumanji The Next Level anschauen. Aber bevor wir da wirklich beim Steelbook sind, schauen wir uns noch einmal diese C-Card an, die eben mit zwei runden Klebepunkten auf dem Frontcover befestigt ist, oben den Hinweis auf die Medien enthält, unten den Filmtitel bzw. die FSK-Freigabe auf dem Spine, natürlich den Filmtitel, so wie sich's auch gehört, und dann auf dem Backcover einerseits die Inhaltsangabe zum Film bietet, ein einziges Bild aus dem Film. Irgendwie gehen mir diese Zeiten ab, wo man sich tatsächlich noch damit bemüht hat, Backcover zu designen. Aber wir bekommen die ganzen technischen Details, unter anderem die Tatsache, dass auch dieser Film gemütliche 123 Minuten lang ist. Außerdem natürlich Cast and Crew Angaben und so weiter. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt. Ich hatte in der Zwischenzeit noch keine Zeit, aber ich habe, wie ich beim Mystery Unbox dieses Steelbook ausgepackt habe, irgendwie das Gefühl gehabt, da ist was schief, hab's aber nicht ganz festmachen können. Also werden wir jetzt einmal, wenn wir eben einen Blick auf das Steelbook per se werfen, gleich einmal schauen, ob wir da irgendeine Delle feststellen können, die dann eben wieder bedeutet, dass ich das Teil umtauschen muss. Aber wir sehen zuerst einmal auf dem Frontcover meiner Meinung nach keinerlei Schäden, dafür wahrscheinlich eines der geilsten Cover-Artworks, die ich seit langem von einem amerikanischen Kinofilm gesehen habe. Ganz ehrlich, wir bringen einmal gleich in erster Linie den Witz mit den vielen Affen auf dem Frontcover aus dem Weg, aber finden, dass wir da meiner Meinung nach ein bisschen mit diesem Diamanten beziehungsweise eben dem was ist es? Karo von den Spielkartenmotiv, wo die vier Hauptcharaktere hier in diesen Affenzirkus integriert wurden. Ein wirklich geiles und wirklich innovatives Motiv. Vor allem gefällt mir an dieser Stelle so sehr, dass jeder, ich meine, sie ist irgendwie ein bisschen bland, aber dass einerseits The Rock, Jack Black und vor allem Kevin Hart wirklich geile Gesichtsausdrücke aufsetzen, da sind dann im Gegensatz dazu die Copy-and-Paste-Affen vielleicht ein bisschen uninteressanter. Dafür finde ich es absolut genial, dass man hier eben bei diesen schönen, bunten Gesichtsmerkmalen wundervoll mit dem metallischen Steelbook-Effekt spielt, was finde ich einfach nur absolut großartig aussieht. Und generell hat man sogar bei den helleren Stellen von der Mähne und dem Fell der Affen ein bisschen was von dem Metallic-Effekt, sodass ich finde ich sehr, sehr schön die vier Hauptcharaktere, die vier menschlichen Hauptcharaktere des Films, füge auch an dieser Stelle beliebigen Witz über Affen, ein sehr schön von den restlichen eben auf dem Bild hervorheben, weil die gänzlich mit eben einer weißen Grundierung versehen sind, was finde ich absolut großartig aussieht. Das ist ein cooles, innovatives Motiv, wo ich persönlich auch wirklich sehr, sehr froh bin, dass es auf dem Steelbook direkt keinen Filmtitelschriftzug gibt, weil der hätte dieses absolut perfekt durchdachte und vor allem eben auch perfekt an das Format des Frontcover-Artworks angepasst. Passte Design komplett ruiniert. Jetzt geht's ans Backcover. Auch da können wir kurz mal studieren, ob ich irgendwo eine Delle habe. Nein, es ist hier. Ich meine, ich weiß es nicht. Monika hat in den Kommentaren von meinem Mystery Unboxing was angemerkt. Wie gesagt, ich bin nur irgendwie der Meinung, dass wenn ich mir das so anschaue, es ein bisschen schief ausschaut. Aber ich finde und sehe keine
konkrete Delle. Dafür finde ich auch eigentlich kein konkretes Backcover-Artwork, weil man sich offensichtlich bei Sony Pictures an der Stelle nicht für ein Backcover-Artwork entscheiden konnte und stattdessen einfach vier genommen hat. Das ist so ziemlich das uninspirierteste und lahmarschigste Backcover, das ich seit langem gesehen habe, weil meiner Meinung nach sollte ein Steelbook ein einziges Design bieten. Und diese vier Character Cards sind absolut unspannend, auch wenn man wirklich dazu sagen muss, dass jedes einzelne dieser Motive wirklich ebenfalls perfekt auf das Steelbook angeglichen wurde. Wir sehen The Rock, der hier mehr oder weniger sein Remake von Vertical Limit inszeniert. Dann sehen wir Karen Gillian am Set von Mad Max Fury Road, wobei das mit Sicherheit das am schlechtesten gefotoshoppte Bild ist, das wir in diesem Steelbook sehen. Dafür aber ebenfalls sehr, sehr schön. Dann natürlich noch Jack Black als Indiana Jones und Kevin Hart als Indiana Jones 2. Aber wir haben in dem Fall auch wirklich ziemlich grauenhaftes Photoshop. Aber finde ich irgendwie fast ein bisschen cooler. Vor allem, ich finde am ehesten tatsächlich noch die beiden unteren Bilder von Jack Black und Kevin Hart am coolsten, weil da finde ich dieser Steelbook-Schimmer-Hintergrund sich am besten fortsetzt. Eigentlich vier wirklich geile Motive für das Backcover vom Steelbook und ich mag's irgendwie auch, dass man alle vier sieht, aber irgendwie finde ich eben trotzdem dieses viergeteilte Backcover irgendwie einfach ziemlich langweilig. Dafür bekommen wir drinnen eben einerseits das Affenmotiv auf der 4K-Disc, andererseits dann, ich glaube, es war das original Kinoplakatmotiv, das wir übrigens da dann jetzt gleich zweimal nebeneinander sehen. Da haben sich die einzelnen Grafiker bei Sony offensichtlich auch nicht ganz abgesprochen, aber dafür ein meiner Meinung nach wirklich cooles, durchgehendes Design in diesem Steelbook, wo man meiner Meinung nach wieder alle gängigen Konventionen für ein cooles Steelbook-Innendesign eingehalten hat. Nämlich grundsätzlich ist es ein wundervolles, durchgehendes Design. Außerdem, und ich weiß nicht, wie gut man das auf dem Video erkennen kann, hat man aber die einzelnen Charaktere, die hier auf der linken Seite zu sehen sind, grundiert, sodass sich die eben sehr schön vom Hintergrund abheben und eben nicht von dem metallischen Schimmer, der hier beim Hintergrund durchkommt, betroffen sind, sodass eben hier tatsächlich der Eindruck von zwei Ebenen entsteht, eben auch durch die unterschiedliche Farbbrillanz. Außerdem hat man, finde ich, eben bei diesem wundervoll durchgehenden Motiv es geschafft, dass das bei geöffnetem Steelbook als durchgehendes Motiv richtig geil aussieht, dass man aber auch, wenn man die Discs in das Steelbook hineingibt, zumindest kann man eben sagen, den elementaren Teil des Steelbook-Innen-Artworks weiterhin sehen kann, nämlich eben die Charaktere. Mit Ausnahme der Tatsache, dass man hier zweimal dasselbe Bild von zweimal denselben Charakteren verwendet hat, ist das meiner Meinung nach ein außerordentlich genial gelungenes Steelbook von Sony Pictures, wo man auch wirklich sagen muss, mit der 4K Blu-ray an Bord hat das tatsächlich auch seinen Wert. Und ich bin jetzt nicht wirklich traurig, dass ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, die Bestellung zu stornieren. Bin sehr gespannt auf den Film. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal in der nächsten Zeit dazukomme, gibt's auch ein kurzes Review dazu. Aber das war's einmal mit dem Steelbook. Das ist meiner Meinung nach einmal definitiv ein Kandidat für die schönsten Steelbooks des Jahres 2020. Rollerball ist ein absoluter Kult-Action-Science-Fiction-Streifen aus dem Jahr 1975, der dann 2002 ein, sagen wir mal, zweifelhaftes Remake bekommen hat, wobei, nein, ich möchte es eigentlich wieder zurücknehmen. Zweifel gab's da keine. Da war sich so ziemlich jeder einig, dass das eines der furchtbarsten Remakes aller Zeiten ist. Aber ganz im Ernst, bevor wir jetzt die großartige Rollerball Ultimate Edition von Cape Light auspacken, die ich im Laufe der letzten Woche bekommen habe und die in ihrer Optik sehr schön erinnert an die genialen Ultimate Editions, die beispielsweise zu The Raid oder auch zu Battle Royale veröffentlicht wurden, sprechen wir vielleicht einmal zuerst über den Elefanten im Raum. Und nein, damit meine ich nicht über das Elefantenbaby, das jetzt gerade im Zoo Schönbrunn sein
Naja, Unwesen ist es bei einem Elefanten ehrlich gesagt nicht wirklich. Also sein das, was Elefanten halt so tun treibt, möchte ich noch einmal kurz anmerken. Ja, es gibt offensichtlich Probleme mit diesem Release, beziehungsweise ganz besonders mit den enthaltenen Discs. Ich habe in den letzten Tagen auf Facebook ein bisschen herumgelesen, was das Feedback zu dieser Edition betrifft und bin da über einige interessante Äußerungen gestoßen, die ich jetzt einmal weitestgehend unkommentiert und vor allem auch ohne irgendeine entsprechende Wertung an euch weiterleiten möchte. Ich hatte leider bis jetzt eben noch nicht die Zeit, mir den Film wirklich anzuschauen und mich mit der Disc an sich wirklich zu beschäftigen. Aber nach dem, was ich gehört habe, soll es bei dem Original aus 1975 diverse Probleme mit Asynchronitäten bzw. mit Verschiebungen auf der Tonspur geben. Dabei sei allerdings festzuhalten, dass einige auch angemerkt haben, dass es entsprechende Asynchronitäten bereits bei der Original-Kinofassung gab, dass aber offensichtlich diese Ungenauigkeiten nicht den ganzen Film hindurch immer gleich bleiben bei jeder Tonspur, sondern dass eben Cape Light offensichtlich bemüht war, die damaligen den damaligen Versatz ein bisschen auszugleichen, das teilweise besser, teilweise nicht ganz so gut geschafft hat und dass es offensichtlich bis zu 4 Frames an Asynchronitäten geben soll. Noch einmal, ich kann das Ganze jetzt vor allem eben auch nicht persönlich bewerten, ob bzw. in welchem Ausmaß mich das beim Anschauen des Films wirklich stören würde, möchte es aber auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Es kann unter Umständen sein, dass es irgendwann einmal zu einer der Discs aus dem Set oder auch zu mehreren zu einem Austausch kommt, aber das jetzt einmal eben nur am Anfang vorweggenommen, dass diejenigen, die gerade eben bei diesen Tongeschichten sehr, sehr pingelig und sehr, sehr genau sind, womöglich bei dem Release ein bisschen aufpassen sollten. Cape Light hat bei dieser Ultimate Edition von Rollerball ein meiner Meinung nach wirklich großartiges Außendesign auf der Box abgeliefert und das, obwohl ich ja persönlich eigentlich normalerweise nicht unbedingt der große Fan von schlichten Designs bin, aber ich finde einerseits, dass dieser Rollerball-Schriftzug mit dem sehr schlichten, schemenhaften Design eines Rollerball, well, ein eigentlich recht cooles Außendesign auf dem Frontcover geschaffen hat. Ich finde eben auch, dass dieser Druck auf dem, man muss fast sagen, auf dem Baumwolläußeren, das sich ein bisschen eben angreift wie ein aufgeklebtes T-Shirt, einen wirklich coolen Look geschaffen hat, eben um diesen 70s-Look auch wundervoll dazu bieten. Ich kann jetzt leider, weil ich momentan keinen Zugang zu meinen anderen Ultimate Editions von Cape Light habe, keinen direkten Vergleich des Verpackungsformats zwischen eben dieser Edition und den alten eben zu Battle Royale oder den Raid-Teilen liefern, würde aber fast davon ausgehen, dass diese Box im selben Design gehalten ist. Was man meiner Meinung nach ebenfalls relativ cool gemacht hat, eigentlich natürlich, wenn man diese Box das erste Mal bekommt, ist auf dem Backcover, so ein Backcover-Blatt mit den ganzen technischen Details und sonstigen Informationen. Da hat Cape Light in diesem Fall meiner Meinung nach absolut perfekt gemacht, hobala, dass man diesen Zettel nicht irgendwie an der Box angeklebt hat, was zwar womöglich beim allerersten Mal, wenn man das Teil vorbestellt, kein Problem bietet, aber wo dann natürlich der Klebepunkt irgendwann einmal dann auch Spuren auf der Box hinterlassen hätte. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich in diesem Fall habe, ist, dass der Zettel meiner Meinung nach ein bisschen zu groß geraten ist. Ja, der Zettel hat exakt dasselbe Format wie die Box an sich und passt demnach auch perfekt an das Backcover, aber ganz im Ernst, vor allem nachdem der Zettel da nicht angeklebt ist, wird den wahrscheinlich eben keiner außen an der Box lassen, weil wie auch, deswegen ist der Zettel dann mehr oder weniger dafür gedacht, im Endeffekt in der Box zu landen und da hätte man es meiner Meinung nach etwas besser machen können, indem dass der Zettel ein Format hat, das dann auch in der Box wirklich problemlos seinen Platz findet. So kann man diesen Zettel zwar natürlich schon auf die Box drauflegen und diese dann mit dem Magnetverschluss schließen, aber eben der Zettel ist dann wirklich eben auch hier bündig mit der Box. Er steht zumindest nicht raus, aber da wäre es natürlich besser gewesen, wenn man den wirklich komplett verschwinden lassen könnte in der Box. Aber das ist meiner Meinung nach eine absolute Kleinigkeit, weil ich halt, was diese Dinge betrifft, extrem pingelig bin. Wir bekommen auf dem Zettel auf jeden Fall die ganzen Informationen rund um diesen Release. Wir erfahren, dass es eben neu restaurierte Extras gibt, die teilweise
sogar noch exklusiv für diese Edition angefertigt wurden, da es sich um ein insgesamt 5-Disc-Set handelt, wo offensichtlich der Film Rollerball aus 1975 auch weltweit zum ersten Mal in UHD auf einer entsprechenden UHD 100 vorliegt. Dann können wir bei dieser auf 3000 Stück limitierten Edition noch einmal ganz kurz ins Bild halten, was es in diesem Fall für exklusives Bonusmaterial gibt, unter anderem beispielsweise auch eine im Jahr 2020 produzierte und exklusiv für diese Edition produzierte Featurette mit 85 Minuten Laufzeit handelt. Die liegt auf einer Bonus-Blu-Ray da, was ich absolut großartig finde. Außerdem gibt es sogar noch eine Bonus-Datendisk mit Pressematerial aus aller Welt. Außerdem können wir hier noch einmal ein bisschen auf die technischen Details und sonstigen Informationen rund um diesen Release schauen. Aber was ich persönlich schon einmal auf den ersten Blick von dieser Edition absolut genial fand, ist die Rückseite von diesem Backcoverblatt. Da gibt es nämlich tatsächlich aus dem Jahr 1975 die Original FSK Freigabenbescheinigung zu dem Film, wo der Titel damals noch ab 18 Jahren freigegeben war. Beziehungsweise, man muss ja beim Rollerball-Franchise sagen, dass die Tatsache, dass die Filme aus teilweise wirklich unvorstellbaren Gründen eine FSK 18 bekamen haben und dann nachher auf ab 16 runtergestuft wurden, jetzt nicht sonderlich überraschend ist. Das ist ja etwas, ein Schicksal quasi, das nach dem Original dann auch noch einmal dem Remake sogar im Jahr 2002 geblüht ist. Wir finden aber da meiner Meinung nach einen sehr, sehr schönen Einblick darin, wie noch teilweise schön maschinengeschrieben damals diese Datenblätter angefertigt wurden. Interessant finde ich übrigens, dass eben dieser Film trotz seiner Altersfreigabe ab 18 Jahren auch einschließlich der gesetzlich geschützten stillen Feiertage, wie eben zum Beispiel, ich glaube, Weihnachten oder Karfreitag und so weiter, gezeigt werden durfte. Außerdem, was ich ebenfalls sehr, sehr interessant finde, ist hier unten der Teil mit den Prüfkostenbeiträgen, die wirklich interessant ausgefallen sind, weil ich glaube, heutzutage ist das Ganze dann schon ein bisschen in einer anderen Dimension. Aber wir können jetzt einmal einen Blick in die Box hineinwerfen und gleich einmal sehen, dass man sich hier definitiv nicht lumpen hat lassen und wirklich massig an Material beigelegt hat. Und durch das möchte ich jetzt einmal durchblättern, noch bevor wir uns dann mit dem eigentlichen Mediabook zum Original beschäftigen. Aber da gibt es zum Beispiel einmal mit einem absolut großartigen Design und einer wirklich schönen matten Oberfläche eine, nennen wir es einmal, Limitierungskarte, denn auf der Rückseite bekommen wir unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 3000 Stück, die von dieser Edition existieren. Was ich persönlich ein kleines bisschen schade finde, ist, wir haben hier die Bonus-Datendisk, die allerdings nur in so einer Kartonstecktasche enthalten ist. Dabei handelt es sich um eine CD, die gemacht ist, eben um in einem Computer abgespielt zu werden. Aber was mir persönlich wirklich sehr fehlt, ich meine, ich weiß von dem Backcoverblatt, es sollten seltene Pressematerialien aus aller Welt vorliegen, aber ich finde, da hätte man eben beispielsweise dieses nicht vorhandene Backcover von der Stecktasche nützen können, um ein bisschen mehr Details darüber preiszugeben, was denn auch tatsächlich auf dieser CD enthalten ist. Das nächste, nein, das machen wir später. Das nächste, was wir uns anschauen, ist das Poster, das da noch beiliegt. Das ist ebenfalls eigentlich in einem recht netten Format. Ich würde es jetzt spontan so ein bisschen in Richtung A3 schätzen oder vielleicht doch eben noch ein bisschen größer. Das ist quasi das alte deutsche Plakatmotiv zu dem Film mit eben unten den Cast und Crew Angaben beziehungsweise hier auch einem wirklich wunderschönen Rollerball Motiv, das jetzt allerdings nicht wahnsinnig überraschend sein wird, dass man das eben auch für das Mediabook dann verwendet hat. Aber wir bekommen in dem Fall übrigens kein Wendeposter, sondern die Rückseite ist freigelassen worden. Dann
gibt's natürlich auch noch ein klitzekleines Booklet, das nicht im eigentlichen Mediabook-Booklet enthalten ist. Dabei handelt es sich ausschließlich um ein kleines Booklet, wo es sich nur um die Restaurierungsarbeiten zum Film geht. Da bekommen wir eben beispielsweise Screenshots aus verschiedenen Mastern zu dem Film, wobei man eben sagen muss, auf diesem matten Papier können die natürlich nicht eins zu eins absolut getreu abgedruckt werden. Aber ich finde, man bekommt schon ein bisschen einen schönen Eindruck dazu, wie nach der Farbkorrektur eben das verwendete Master im Vergleich zu dem dann letztendlich produzierten und veröffentlichten 4K-Master aussieht. Und vor allem in dem Fall finde ich es wahnsinnig spannend, weil ich finde, also das ist, glaube ich, ein Master, das man sich nicht so unbedingt gerne angeschaut hätte. Aber das finde ich absolut toll, dass man eben hier dazu beigetragen hat. Thorsten Kaiser von TLE Films hat sich für dieses Booklet zur Verfügung gestellt und über eben seine Restaurierungsarbeiten an dem Film mit TLE Films geschrieben. Dann gibt es hier noch quasi eine Stecktasche und irgendwie sind diese undesignten Backcover da fast normal, aber wir haben hier dann noch eine weitere Menge an Material, unter anderem, das wird jetzt interessant, weil dabei handelt es sich nämlich ebenfalls um ein geheftetes Booklet in einem Format, wo ich fast sagen muss, danke Cape Light für das, ich glaube, einzige Goodie, das ich in den letzten Monaten bekommen habe, wo ich es wirklich schwer habe, das irgendwie in ein Video zu bringen aufgrund des Formats. Da tut man sich ja fast noch schwerer als bei einem Post. Ich hoffe, man kann es auf dem Video zumindest ansatzweise erkennen, aber dabei geht es grundsätzlich um das Promotion-Material zu dem Film, wo man eben zwar in Schwarz-Weiß, aber trotzdem dann noch eben einige Postermotive, Artikel, die man womöglich abdrucken hat können. Außerdem interessanterweise über das Official Billing, Production Staff und so weiter einige Informationen kriegt. Das ist, finde ich, wirklich etwas wahnsinnig Interessantes, vor allem eben auch, um ein bisschen einen Einblick darin zu bekommen, wie das Filmmarketing damals ausgesehen hat. Dann bekommt man hier noch mit einem alternativen Titel ein weiteres Booklet, in dem wir weiteres Production Material und so weiter aus dem Film bekommen, das offensichtlich aus Japan stammt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es tut mir wahnsinnig leid, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, die verschiedenen asiatischen Schriftzeichen auseinanderzuhalten, aber dass es aus Asien kommt, ist in dem Fall, finde ich, nicht ganz so schwer zu erkennen. Ebenfalls absolut cool, sich da einmal durchblättern zu können. Das finde ich ebenfalls genial. Vor allem mag ich es eigentlich, dass man diese Goodies und Beilagen nicht einfach irgendwie in diese Edition geschmissen hat, sondern eben dafür noch einmal eine eigene Stecktasche angefertigt hat, um das Ganze dann auch schön unterzubringen. Das Einzige, was mir jetzt irgendwie ein bisschen schleierhaft ist, ist, warum man in dieser Stecktasche jetzt nur diese Goodies untergebracht hat und eben beispielsweise das Restaurationsbooklet und dann das Poster trotzdem noch einmal extra beigelegt hat, vor allem, weil die da dann noch überhaupt keinen Platz mehr drinnen haben. Also da hätte ich ehrlich gesagt fast befunden, wenn man schon quasi so eine Art Pressemappe für diesen Release macht, dann wäre es ja auch eigentlich cool, wenn das sämtliche anderen Inhalte von dieser Edition irgendwie drinnen Platz haben. Dann wäre das Ganze im Inneren auch ein bisschen besser aufgeräumt. Aber was man womöglich aus eben guten Gründen nicht in so eine Pressemappe hineinbekommen hat, das sind die Aushangfotos. Die liegen da tatsächlich in einem schönen, stabilen Karton vor und sind meiner Meinung nach echt cool. Vor allem, was ich immer wieder interessant finde, wenn man sich so altes Werbematerial zu den Filmen eben anschaut, wie unterschiedlich die damals waren, eben je nach Verleiher, je nach Produktionsfirma und so weiter, immer ein bisschen mit einem anderen Look. Außerdem sind es ja in dem Fall dann tatsächlich gleich 8 verschiedene Karten, die dabei liegen. Ich finde immer wieder diese Papierbanderolen ziemlich gemein, weil bei denen ist es dann tatsächlich oft schon gerne ein bisschen schwer, die dann wieder
drum herum zu kriegen, wenn man die einmal entfernt hat. Aber so viel jetzt einmal zum beiliegenden Material, zum Original Rollerball. Dann haben wir noch in einem Digipack das Remake mit Chris Klein, Jean Reno, LL Cool J und Rebecca Roman Stamos. Meiner Meinung nach eigentlich ein ziemlich cooles Cover-Artwork, muss man dazu sagen. Ist aber, glaube ich, auch das gängigste Design, das es zu diesem Film gibt. Ich habe tatsächlich von diesem Film bislang keine einzige andere Edition in der Sammlung, habe mir das Ganze nur irgendwann einmal im Fernsehen angeschaut, habe, glaube ich, sogar einen Schnittbericht gemacht. Ich würde ganz gerne, nachdem ich jetzt so ein paar Mal darüber erzählt habe, dass es bei etlichen Goodies eben quasi gar kein Backcover gibt, gibt es diesmal eines, aber eines, das ich nicht wirklich weiter identifizieren kann. Interessant hätte ich es persönlich gefunden, wenn man schon die Disc vom Remake noch einmal extra in ein Digipack packt, dass man da vielleicht dann auch noch die technischen Informationen dazu tut, wobei gut, die stehen eh da hinten drauf, das sollte ja eigentlich reichen. Dann finde ich es irgendwie ein bisschen zart, dass man da quasi das Backcover vom Digipack auch noch einmal drinnen hat, da hat man sich irgendwie ein bisschen Arbeit erspart, beziehungsweise für den Fall, dass es irgendjemandem nicht auffallen sollte, was ich aber nicht nachvollziehen kann, dann noch einmal, ein drittes Mal genau dasselbe innen die Design halt gespiegelt. Schade finde ich es irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das bei Digipacks eigentlich gerne mehr, wenn man dann eben zumindest hier die Rückseite vom Spine auch noch mitgestaltet hätte, wenn die zumindest irgendwie schwarz oder passend zum Motiv wäre. Der weiße Strich und weiße Rahmen stört mich da ehrlich gesagt ein kleines bisschen, aber wir können jetzt einmal tatsächlich in Mediabooks Res gehen und uns das Mediabook zu dieser Edition anschauen. Aber vorher, nachdem die Box jetzt einmal wirklich leer ist, hier wirklich ein kurzer Blick ins Innere von dieser Ultimate Edition mit dem Magnetverschluss. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne, hochwertige und auch wirklich schön stabile Veröffentlichung. Dann bekommen wir, und übrigens interessanterweise, wenn man hier ganz genau schaut, was wir ja normalerweise tun, sieht man, dass man sich hier offensichtlich bei dieser C-Card um vielleicht einen Millimeter verschätzt hat, weil hier unten passt das Ganze perfekt bündig aufs Mediabook, aber hier oben ist leider, muss man auch sagen, eine offensichtliche Asynchronität um 4 Frames vorhanden. Wir bekommen auf dieser C-Card eben oben den Hinweis auf die 4K UHD Blu-ray, unten dann auf die FSK Freigabe und wie von Cape Light gewohnt, setzt sich dieses Design von der Banderole dann sehr, sehr schön auf das eigentliche Mediabook fort. Wir können da noch einmal einen kleinen Blick in das Cape Light Mediabook Regal schauen und ich muss tatsächlich sagen, von dem Titel Deutschstunde habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Aber da werde ich jetzt auf jeden Fall dann wiederum schauen, dass ich die verschiedenen Mediabooks noch einmal in meine Sammlung bekomme. A Tale of Two Sisters habe ich schon vorgestellt, Black Christmas. Bound ist jetzt dann natürlich blöd, wenn das ausverkauft ist, weil ich glaube, das habe ich noch nicht. Aber da werde ich mir irgendwann einmal in den nächsten Tagen dann mal Zeit nehmen, um das Ganze zu holen bei Bound. Wundert mich das ehrlich gesagt, weil den Titel hätte ich eigentlich eher als einen der uninteressanteren von Cape Light eingeschätzt. Na? Ja, aber wir bekommen hier auf dem Mediabook meiner Meinung nach ein wirklich cooles Cover-Artwork, sehr schön eben auch mit diesem Original-Titelschriftzug, mit diesem wundervollen Power-Glove-Motiv, kann man fast sagen, interessanterweise, warum da unten gerade ein Ball stattfindet, wenn der Typ seine Stahlfaust zückt, weiß ich nicht, aber das Ganze wirklich wunderschön auf dieses sehr matte Mediabook angepasst, das eben ein bisschen diesen zeitungsartigen Charakter hat, den Capelet ja in der letzten Zeit öfter verwendet, dann noch einmal dieses wunderschönen gezeichnete Motiv, wo die Todeskaralle die Welt Kugel umfasst, sehr schön eigentlich, wie das hier angepasst ist, das macht meiner Meinung nach auf dem Mediabook einen wirklich, wirklich schönen Eindruck, vor allem, weil das Mediabook sieht man vor allem eben hier mit dem Booklet, das sich dann eben hier vom Inneren löst, wie vom Cape Light nicht anders gewohnt, sehr, sehr schön verarbeitet. Außerdem
haben wir dann natürlich eben dieselbe Version, aber ein bisschen dunkler, interessanterweise, und ein bisschen anders von den Farben hier. Noch einmal auf dem Booklet, wir finden auf den eigentlichen Discs in dem Fall ein, also sagen wir mal kaum vorhandenes Artwork, das sich aber womöglich dann trotzdem eben noch fortsetzt, wie von Cape Wright gewohnt, auf das Innendesign. Aber dazu müssen wir dieses Innendesign uns jetzt einmal anschauen können. Ich glaube, wir haben genug gesehen von diesem Innendesign. Da merkt man halt, wie interessant das ist, wenn Leuten die Ideen ausgehen, das eben auch auf den Disc. Ich meine, wie gesagt, sehr schön, dass man hier auch wieder ein bisschen subtil und ein bisschen dezent darauf achtet, dass man das Innendesign vom Mediabook fortsetzt. Aber das macht meiner Meinung nach dann trotzdem mehr her, wenn das Innendesign von einem Mediabook nicht einfach nur schwarz mit ein paar blauen Strichen ist. Dafür gefällt mir das Booklet eben mit der Gestaltung vorne und hinten wirklich gut. Und wenn wir jetzt einmal durch das Booklet blättern, finden wir eben einen Text von Marco Heiter, der, und das muss man aber tatsächlich ebenfalls wieder dazu sagen, sehr schön im selben Design gehalten ist wie das Innere vom Mediabook. Wobei ich an der Stelle wirklich dazu sagen muss, für ein Booklet ist es eigentlich ein fast perfekter Hintergrund, sodass der Text wirklich schön lesbar ist, der Hintergrund nicht irgendwie seltsam davon ablenkt. Aber eben für das Design vom Mediabook-Spiegel bzw. den Discs hätte man da noch, finde ich, ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen können und noch ein bisschen mehr machen können. Ein kurzer Abriss von Thorsten Kaiser über die Restaurationsarbeiten ist ebenfalls vorhanden. Nur halt der Teil über die Tonrestaurierung ist vielleicht ein bisschen knapp ausgefallen, kann man in dem Fall dazu sagen. Aber man bekommt, finde ich, von Cape Wright hier, und ich muss mich tatsächlich noch ein bisschen näher und genauer damit beschäftigen, was es jetzt mit den eventuellen Tonproblemen bzw. Asynchronitäten bei diesem Titel wirklich auf sich hat. Aber allein optisch, allein inhaltlich ist diese Ultimate Edition meiner Meinung nach eine absolut fantastische Veröffentlichung mit einer Menge an Bonusmaterial bzw. sonstigen Goodies, wo ich persönlich wirklich happy bin, dass sich Cape Wright dieses Titels angenommen hat, weil man ja eigentlich bei Cape Wright normalerweise sich auf gute Arbeit verlassen kann, aber vorbehaltlich eben etwaiger Informationen rund um den Ton bin ich zumindest jetzt einmal optisch mit dieser Edition dann auch sehr zufrieden. Fact Hunt ist eine meiner persönlichen absoluten Lieblingsserien auf YouTube und Larry Bundy Jr. einer meiner persönlichen absoluten Favorite Creators. Und demnach ist es natürlich wenig überraschend, dass ich mir jetzt auch das offizielle Fact Hunt Buch gegönnt habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass dieses Buch, das vom Verlag Unbound.com veröffentlicht wurde, eigentlich schon vor einigen Monaten erschienen ist und ich es damals vor Ewigkeiten bereits bei Amazon UK vorbestellt hatte. Das allerdings Amazon meine Bestellung einfach nicht versandt hat und dann das Teil out of print war. Lustigerweise ist das Buch bei Amazon UK momentan immer noch ausverkauft, aber trotzdem habe ich von einem ausverkauften Artikel vor einigen Wochen dann eine Versandbestätigung bekommen und es letzte Woche dann auch tatsächlich bekommen. Ganz kurz einmal zur Geschichte. Fact Hunt ist eine YouTube-Serie, in der geht's um interessante Fakten rund um das Thema Videospiele, und das dürfte auch wirklich, wirklich erfolgreich sein. Larry Bundy hat dabei einige wirklich extrem coole Videos wie beispielsweise 5 Spiele, die eigentlich Sequels hätten sein sollen, aber dann aus komplett unmöglichen Gründen zu anderen Spielen wurden. Oder 5 Spiele, die absichtlich so schwer gemacht wurden, dass man sie nicht schaffen kann, weil die Entwickler zu faul waren, ein Ende für die Spiele zu programmieren. Also wirklich tiefgründige, coole Analysen, aber das auf eine ganz eigene und ganz coole Art und Weise präsentiert. Und deswegen dachte ich mir, das Ganze in Buchform, auch wenn natürlich wahrscheinlich dieselben Geschichten da wieder vorkommen, die ich bereits aus den YouTube-Videos kenne, wollte ich definitiv in meiner Sammlung haben, eben alleine schon, um Larry für seine großartige Arbeit zu unterstützen. Und vor allem die Tatsache für mich natürlich als Cover-Fetischisten, dass dieses Cover-Artwork einfach nur fucking
Awesome ist. Das tat dann sein Übriges. Ein wunderschönes Motiv, meiner Meinung nach. Ich finde diese großartigen Zeichnungen von Larry selbst absolut großartig, die nämlich eben auch in seinen Videos immer wieder vorkommen. Das ist ja mehr oder weniger auch sein offizieller YouTube-Avatar, der hier vorkommt. Aber was meiner Meinung nach ebenfalls dazu kommt, ist, das ist nicht einfach irgendwie ein liebloses Buch, wo ein paar Seiten zusammengetragen wurden, um schnell Kohle zu machen. Nein, das ist wirklich ein umfangreiches Nachschlagewerk mit zumindest den offiziellen Informationen nach allen Details, die es bis jetzt eben bis zum Release des Buches in den Videos gab, beziehungsweise eben teilweise noch ein paar mehr Geschichten, die es damals aus Zeitgründen nicht in die Videos geschafft haben. Aber bevor wir durch das eigentliche Buch blättern, möchte ich noch einmal sagen, dass das als Hardcover-Buch meiner Meinung nach absolut großartig verarbeitet wurde, mit dicken, stabilen Seiten und jetzt eben einmal im schnellen Durchblättern meiner Meinung nach eben als Trivia-Buch auch absolut großartig gestaltet. Für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen interessieren für die Themen, die in diesem Buch vorkommen, was mich natürlich auch ganz cool finden würde, machen wir einmal einen fascinating, funny and downright bizarre facts about video games, einen kurzen Blick in die Inhaltsangabe, und da gibt's beispielsweise eben so coole Sachen wie unfortunately titled games mit irgendwelchen disastrous video game launches oder completely stupid ninja themed games, completely random facts und so weiter und so fort, also das, oder sports games endorsed by celebrities you've never heard of. Finde ich absolut geil, und ich muss tatsächlich eben sagen, Larry ist eben einer von den YouTubern, wo ich persönlich eben gerade seine Art, by the way, this is Larry, seine Art zu sprechen und seine Art, die Videos zu präsentieren, absolut großartig finde. Ich möchte jetzt eben an der Stelle auch einmal wirklich nur durch den Anfang von dem Buch blättern, nur damit man eben einen Eindruck davon bekommt. Was ich persönlich eben so wahnsinnig cool finde, ist, das Buch besteht zu einem großen Teil aus Screenshots beziehungsweise Fotos von wirklich alten Sachen, von eben Retro-Sachen, und trotzdem ist jeder einzelne Screenshot, jedes einzelne Bild in diesem Buch, über die ich bis jetzt drüber geblättert habe, in absolut großartiger Bildqualität. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich habe ja noch eine PlayStation 1 zu Hause stehen, und da ist es ja tatsächlich so, dass ich damals sehr viel, noch vor eben der Zeit des Internets, sehr viel mit offiziellen Lösungsbüchern gespielt und gearbeitet habe, dass ich da dann teilweise schon alleine im Design dieser offiziellen Guides zu beispielsweise der alten Tomb Raider Spiele wirklich zweifelhafte Screenshots finde, oder eben natürlich auch von irgendwelchen Videospielmagazinen aus den Early 2000s, wo diese Bilder in wirklich mieser Bildqualität vorliegen. Also da muss man alleine deswegen schon einmal den Arbeitsaufwand aus diesem Buch meiner Meinung nach positiv hervorheben, weil man sich hier wirklich ganz offensichtlich die Mühe gemacht hat, jedes einzelne Bild wahrscheinlich exklusiv für dieses Buch irgendwie neu zu recherchieren, neu aufzuzeichnen, neu zu irgendwelchen Details zu kommen. Und ich weiß, leider hatte ich eben noch nicht die Zeit, das Ganze wirklich im Detail zu lesen, aber ich weiß von den Videos von Larry, dass diese Sachen wirklich großartig recherchiert sind, dass diese Sachen auch wirklich herrlich absurd sind, diese Gründe, die man da teilweise serviert bekommt, und dass das für mich als eben Videogame-Enthusiast und Fan von Random Facts beziehungsweise eben Funny, what the fuck, Stupid Trivia einfach nur absolut genial finde. Von daher fand ich, also hier, announced video game movies that will probably never happen. Das wäre ja was ganz Spezielles für uns, weil zum Beispiel Bruce Willis und Jamie Foxx in einem Kane & Lynch Film, das wäre ja womöglich tatsächlich ziemlich geil. Beziehungsweise ein Spiel, ein Film zu Heavy Rain. Haha, hallo Uwe. Ein Film zu Heavy Rain ist ja fast irgendwie ein bisschen sinnlos, weil Heavy Rain ist ja eigentlich dann schon auch ein Film. Aber ich finde das Ganze wirklich absolut toll aufbereitet. Ich freue mich schon drauf, wenn ich tatsächlich das Cover Artwork von Red Dead
Dead Redemption, von Red Dead Revolver basiert auf dem Movie-Poster von Shanghai Noon und dem Bild von Owen freaking Wilson. Das sind eben genau diese Details, die ich einfach nur so liebe, weil das sind diese random Facts, auf die tatsächlich niemand kommen würde. An der Stelle würde ich sagen, die wahrscheinlich verhältnismäßig wenigen Zuschauer, die ich hier auf YouTube habe, die sich wirklich dafür interessieren, was ich im Bereich Videospiele mache, die sollten definitiv einmal beim Kanal von Larry Bundy Jr. vorbeischauen und sich die ein oder andere Episode von Fact Hunt anschauen, weil das ist, finde ich, eben wirklich absolut großartig. Und ich glaube, man merkt alleine an der Stelle schon, dass mir langsam die Themen ausgehen, aber bei weitem noch nicht die Seiten. Ich meine, ich blätter mehr oder weniger so schnell ich blättern kann und ich bin immer noch erst bei 200 Seiten und ich glaube, ich habe noch ein ganzes Drittel von diesem Buch. Wirklich schön aufbereitet, wirklich schönes Nachschlagewerk eben mit vielen, vielen Bildern toll gemacht und das muss ich eben echt sagen, dass sich ein YouTuber wie Larry Bundy da noch extra die Mühe macht, das Ganze zu recherchieren, das Ganze in Buchform zu packen. Das ist, finde ich, wirklich mehr als nur unterstützenswert. Das sind, glaube ich, das ist dann, glaube ich, die Liste der ganzen Kickstarter oder was auch immer Supporter für diesen Film. Genau, Unbound ist ein Crowdfunding-Publisher und über 300 Seiten an Videogame Facts, teilweise random, teilweise zu einem bestimmten Thema. Ich liebe es, dass Larry das im Buch gebracht hat, vor allem eben auch wenn es jetzt nicht unbedingt perfekt für die Handtasche geeignet ist, um das Ganze einmal spontan mitzunehmen zu einem kleinen Trip auf den Strand. Ist es für mich aber als Nachschlagewerk absolut großartig, mit diesem Artwork absolut großartig und deswegen möchte ich sagen, danke Larry für dieses Buch und ich kann es zumindest einmal aus optischer Sicht definitiv empfehlen und auch definitiv empfehlen, sich einmal ein paar Fact Hunt Episoden auf Larrys Kanal anzuschauen. Und damit vielleicht einmal genug Schleichwerbung für andere YouTuber, machen wir weiter mit etwas Schleichwerbung für mich selber. Das war die heutige Ausgabe von Zockis Sammlungsupdate. Ich hoffe, dass ihr auch diese Woche wieder Spaß hattet mit den Random Facts about Movies und whatnot und dass euch das heutige Sammlungsupdate wieder gefallen hat. Es war ein bisschen länger als die letzten, aber es geht definitiv noch länger, ich weiß, aber ich kann euch definitiv versprechen, dass das nächste Sammlungsupdate ziemlich sicher wieder deutlich länger wird als das diese Woche, denn ich erwarte nächste Woche ein neues Paket von Pretz Media, da werden wieder einige aktuelle Mediabooks drin enthalten sein, bin schon sehr, sehr gespannt, was ich da auszupacken habe, bin auch schon gespannt, was generell im Laufe der nächsten Woche bei mir ankommt, hoffe, dass ihr eben mit diesem Sammlungsupdate Spaß habt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend bzw. eine wunderschöne nächste Woche, wo es dann natürlich auch wieder den ein oder anderen Quarantäne-Talk gibt. An der Stelle noch einmal mein Aufruf. Ich lade wirklich quasi komplett random Leute ein. Das heißt, ich würde wirklich darum bitten, dass jemand, der gerne dabei wäre, sich nicht ärgert, wenn er nicht von mir eingeladen wird, weil es einfach nur tatsächlich daran liegen kann, dass ich vielleicht den ein oder anderen einfach übersehen habe und mir wirklich nichts weiter Böses dabei gedacht habe. Deswegen bitte, falls irgendjemand, der selber einen YouTube-Kanal, Filmblog betreibt oder bei irgendeiner Webseite mitschreibt, mir einfach an playzocker@gmail.com eine schnelle E-Mail rüber schmeißt und wir können uns definitiv einen Termin für einen kommenden Quarantäne-Talk ausmachen. An der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz recht herzlich bedanken bei allen, die diesen Sonntag wieder mal zugeschaut haben beim Sammlungsupdate. Natürlich gibt es im Laufe der nächsten Woche dann das ein oder andere Sammelsurium-Video mit den Ausschnitten aus dem heutigen Sammlungsupdate, den ein oder anderen Quarantäne-Talk, beziehungsweise vielleicht schaffe ich es sogar, das ein oder andere Film-Review zu realisieren, aber das kann ich leider nicht versprechen. Michael, du kannst dich auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche auf dein Paket mit deinen Gewinnen aus dem Movie Warriors Stream freuen. Das musste ich leider ein bisschen verschieben, dass ich das verschicke, weil ich keine Kartons
hatte. Deswegen kommt das Ganze erst nächste Woche bei dir an. Wünsche auf jeden Fall damit schon einmal viel Spaß. Wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt vielleicht trotzdem noch daheim, auch wenn die Regierung sich momentan offensichtlich mit Sonic the Hedgehog-artiger Geschwindigkeit von irgendwelchen sinnvollen Quarantänemaßnahmen verabschiedet. Aber ich wünsche mir, dass wir trotzdem alle gesund bleiben, gut durch die nächste Woche kommen, weil das ist eine absolut elementare Grundlage dafür, dass wir uns in genau einer Woche am Sonntag um 17 Uhr wieder hier auf YouTube versammeln können zu einer neuen Ausgabe vom Sammlungsupdate. Und bis dahin, ciao!